Moinsen Leute, herzlich willkommen. Hier ist der Eurobuzz und ich möchte euch mal zeigen, was wir demnächst so machen werden zusammen. Ihr seht im Hintergrund ein Gameplay von dem Spiel Skill. Der eine oder andere von euch kennt das Spiel. Ist ein Free-to-Play-Shooter aus dem Hause Gameforge und ich habe mir mal gedacht, wir könnten ja mal da ein bisschen was feiern, da es da ja auch private Lobbys gibt, beziehungsweise man kann einen privaten Server erstellen. Und es gibt witzige Spielmodi in dem Spiel, davon seht ihr jetzt auch so zwei, drei Stück. Was ihr jetzt gerade seht, das ist so eine Art, man könnte es ja nicht Capture the Flag nennen, man könnte es mehr so Suchen und Zerstören schon fast nennen. Ja, Suchen und Zerstören. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall muss man da halt ein Objekt finden, einsacken und wegbringen. Oder halt wahlweise die ganzen Feinde wegmähen. Irgendwann kommt es auch vor, dass es dann andersrum ist. Dann müsst ihr das Ding verteidigen. Also im Prinzip fast nichts anderes, was ihr auch aus COD kennt. Dann gibt es dann noch einen schönen, coolen Spielmodi. Den seht ihr jetzt im Hintergrund. Der nennt sich Glasses. Den finde ich verdammt geil, weil ihr habt da drei verschiedene Ebenen unter euch, die komplett aus Glas sind. Und ihr könnt euch halt aussuchen, ob ihr jetzt den Feind so wegbrechen wollt oder ob ihr einfach mal die Scheiben unter ihm zerschießt. Sollte er durch alle Scheiben durchfallen, dann hat er vielleicht das Glück, dass er auf eins dieser Sprungtücher, wollte ich gerade sagen, Sprungplatten kommt, die da unten rotieren. Wenn er aber Pech hat, so wie in meinem Fall, da fällt er daneben und ist tot. Ne? Das ist also eine coole Sache und ich kann mir schon vorstellen, dass wir da geile Sachen machen können. Zum anderen gibt es dann noch einen geilen Spielmodus. Ich finde, der ist ein bisschen abgeguckt vom Extinction-Modus aus COD. Aber egal, er macht trotzdem mordsmäßig Spaß. Und zwar ist es der Manhunt-Modus. Da spielt ihr entweder oder, nee, sogar beides. Ihr spielt als Mannequin, ne, als Menschen und müsst halt die Aliens bekämpfen. Beziehungsweise, wenn die Runde zu Ende ist, wird getauscht. Dann seid ihr die Aliens und müsst die Menschen bekämpfen. Ihr habt drei verschiedene Alien-Klassen. Wie sie heißen, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nur, dass die eine Alien-Klasse sieht aus wie so ein kleiner hässlicher Käfer. Der düst da auf dem Boden rum und dann musst du wohl hier irgendwie die Feinde sprengen. Der andere Käfer erinnert so ein bisschen an Skorpion oder an diesen skorpionartigen Alien aus Extinction. Der schießt auch mit irgendeinem Scheiß da rum. Und die dritte Klasse, das ist so ein blauer Alien, der ist unsichtbar, wenn er durch die Gegend turnt. Es sei denn natürlich, er rennt oder kämpft, dann wird er sichtbar. Und hat aber leider nur seine Klauen als Waffe. Also wenn ihr da einen erlegt, dann ist er quasi genessert. Ja? Mit dem habe ich auch am meisten gespielt, weil mir mit der am meisten Spaß macht. Ja, das ist auf jeden Fall eine echt geile Sache. Und es gibt noch ganz andere. Es gibt noch Team Deathmatch, wie man es gewohnt ist. Und was weiß ich, was es alles gibt. Auf jeden Fall habe ich Bock, damit euch was zu machen. Man könnte sogar rein theoretisch auf den Maps, und es sind nicht gerade wenig Maps, die es da gibt, könnte man auch mal ein gediegenes Suchen und Verstecken machen oder was weiß ich was. Es gibt echt geile Möglichkeiten in dem Spiel. Bevor ihr jetzt wieder kommt von wegen, ja, Skill ist ja im Prinzip auch hier, ne, musst du Waffen kaufen und so. Quatsch, musst du nicht. Also ihr kriegt an einer Tour hier, ich glaube täglich oder was, kriegt ihr da irgend so ein Bonus-Dingen da. Und wenn ihr Glück habt, dann ist da auch mal eine Waffe zwischen, die ihr dann so 1 bis 7 oder 12, 14, keine Ahnung wie viele Tage testen könnt oder nutzen könnt. Abgesehen davon könnt ihr in dem Spiel in-game Geld verdienen, ja, durch euer Skill quasi, ja. Und von diesem Geld könnt ihr euch auch Waffen kaufen. Also man muss nicht zwangsläufig da Geld reinstopfen wie blöde. Das macht auch so Mordsfun. Abgesehen davon, in den Sachen, die ich mit euch davor habe, da muss man nicht die überpowerten Waffen haben. Außerdem bin ich ja sowieso, ihr müsstet ja langsam wissen, ein Fan von Gleichberechtigung. Das heißt, in den Events, die ich mache, hat in der Regel sowieso jeder die gleiche Waffe. Also es ist ja schon mal Wurst, ne? Und dafür, dass es ein Free-to-Play ist, macht das Spiel echt Laune, ist echt cool. Und ja, auf jeden Fall seid ihr recht herzlich eingeladen, mit mir da ein bisschen rumzuturnen und ein bisschen Action zu machen. In der Videobeschreibung gleich der erste Link, den ihr da seht. Da könnt ihr das Spiel runterladen. Wenn ihr diesen Link benutzt, tut ihr uns damit auch unterstützen. Deshalb ladet's da runter und dann geht das auch ratzfatz vonstatten. Wir haben jetzt Mittwoch. Das heißt, morgen ist schon Donnerstag. Morgen möchte ich gerne in Skill schon mein erstes Event feiern. Ich kann euch auch sagen, um wie viel Uhr das sein wird. So circa 15 Uhr, so habe ich es zumindest angesetzt. Wenn es doch noch Änderungen geben sollte, werde ich die dann bei Facebook veröffentlichen.
Das war's schon. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Nur halt, dass wir jetzt auf jeden Fall das Spiel spielen werden. Das macht richtig Laune. Ja. Ich würde sagen, ladet es euch runter. Gebt einen Daumen aufs Video, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare, wo ihr da Bock drauf hättet, was wir da machen könnten. Würde mich mal interessieren. Und in diesem Sinne würde ich sagen, kackt in die Rinne, ne? Wir sehen uns dann spätestens morgen auf dem Teamspeak um ca. 15 Uhr, um Skill zu zocken. Das heißt, haut rein, bis denne. Tschüssi!